Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das letzte Licht sollte noch reichen für einen weiteren Teil von meinem Survival-Baumwissen-Kurzgedönse. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt einfach aus Hobby- und Wissensvermittlungsgründen eben die Dinge, die man bei Bäumen in irgendwelchen Notfällen potenziell vielleicht für irgendwas gebrauchen könnte. Ich will einfach mal alles nennen. Ich will jetzt nicht darauf hinweisen, das Ende ist nah oder irgendwie sowas. Ne? Also bitte keine versteckten politischen Botschaften hier entdecken. So, wir machen die Eiche. Die Eiche ist eigentlich potenziell wieder mal überall zu finden, hat wenig besondere Standorte, an denen sie ausdrücklich zu finden wäre, liegt einfach daran, dass die Eiche eine der vier häufigsten Bäume in Deutschland eben entsprechend ist. Chance, Eiche zu finden, relativ hoch. Also, man findet sie eher auf frischen, recht gut nährstoffversorgten Standorten, wem das was sagt. Ansonsten kann man sie gerne in der Hartholzaue entsprechend antreffen. Das ist der Bereich etwa 50 bis 100 Meter neben größeren Gewässern, also größeren Fließgewässern, Flüsse auf gut Deutsch. Was ist ein größerer Fluss? Wenn du mit einem kleinen Bötchen drauf rumfahren könntest, dann ist er einigermaßen größer. Dann hat er ab dieser Größe auch einen gewissen Einfluss auf seine Begleitvegetation. Und eben im Einflussbereich dieses Flusses sind Eichen typischerweise anzutreffen. Des Weiteren können wir noch Trockeneichen finden, die auf besonders trockenen Standorten irgendwelche Bergkuppen, die nicht sehr hoch sind, also geringe Meereshöhe, irgendwelche Hänge an Bergen, die aufgrund ihrer Hangneigung sehr trocken sind, weil alles Wasser da schnell wieder runterfließt. An solchen Standorten sind auch üblicherweise Eichen dann zu erwarten. Solange es nicht allzu extrem trocken wird, dann können die Eiche irgendwann auch nicht mehr. So. Forstlich angepflanzt wird die Eiche potenziell überall. Sie ist sehr bodenwag. Sie kommt mit fast allen Situationen zurecht. So, was kann man mit dem Eichenholz anstellen? Zweiter Teil, Holz. Das ist somit das härteste und schwerste Holz, was wir in Deutschland in größeren Mengen antreffen können. Es gibt noch ein paar, die sind noch krasser, aber die kriegen wir nicht in größeren Mengen zusammen. Damit eignet es sich für den Handbetrieb-Bearbeiter, ne, mit dem Messer, mit dem Beilchen oder mit dem Sägelchen, nur unter großem Aufwand und großem Material, also sprich Werkzeugverschleiß, zur Bearbeitung. Das sollte man sich also gut überlegen, ob man wirklich aus Eiche irgendwas herstellen will. Hat man aber aus Eiche irgendwas hergestellt, meinetwegen eine Suppenschüssel, dann kann man davon ausgehen, dass man diese Suppenschüssel sehr, sehr, sehr lange genießen kann. Eichenholz enthält relativ viele Gerbstoffe. Das kann dazu führen, dass gerade wenn wir unsere Suppenschüssel viel verwenden und da häufig drin essen, irgendwann ein gewisser Anteil der Eichengeschmack Stoffe, die da ebenfalls halt drin sind, auch in unserem Essen landet. Das gibt Leute, die das mögen, insbesondere Weintrinker, weil der wird ja auch im Eichenfass gelagert, um eben Eichenholz-Geschmacksstoffe anzunehmen. Das ist da ja gewünscht. Mag aber vielleicht auch Leute geben, die dann lieber ein Holz wollen, das geschmacklich etwas neutraler ist und sich so gesehen vielleicht für Essgeschirr etwas besser eignet. Ansonsten hat Eiche durch seine enorme Härte zwar sehr gute mechanische Eigenschaften, ist aber halt auch wiederum so schwer, dass wir es wahrscheinlich nicht durch die Landschaft schleifen wollen. Ein Knüppel aus Eiche, ne, wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen meint, einen Knüppel zu brauchen. Der wäre natürlich dahingehend effizient, dass es ein verdammt schwerer, verdammt harter Knüppel wäre, mit dem man ordentlich knüppeln könnte, aber er wäre auch ziemlich schwer mitzunehmen. Ein Eichenwanderstab wäre auch ziemlich unzerstörbar und äußerst robust, aber halt auch wieder sehr schwer mitzunehmen. Da müsst ihr euch selber ein bisschen Gedanken machen. Will ich was herstellen aus Holz, das meine Werkzeuge stark abnutzt, dafür sehr lange haltbar, aber saumäßig schwer ist? Denkt euch selber was aus. Als Brennholz ist Eichenholz ebenfalls hervorragend geeignet, ähnlich wie Buche. Guckt euch das Buchenvideo im Zweifel nochmal an, hat fast identische Eigenschaften. Es ist noch ein bisschen härter und noch ein bisschen schwerer. Die besonderen Eigenschaften der Buche, also eine gute Holzkohle abzugeben und besonders lange zu brennen, sind bei der Eiche noch ein bisschen ausgeprägter. Man muss allerdings eben ziemlich viel schleppen, wenn man größere Stücke Eichenholz in sein Lager transportieren möchte, weil Eiche wirklich sauschwer ist. Versucht mal einen größeren Eichenast durch die Landschaft zu schleifen, kriegt ihr wahrscheinlich noch hin. Versucht mal einen größeren Fichtenast durch die Landschaft zu schleifen, da denkt ihr euch, ahahaha. Also so ungefähr läuft das ab. So, und dann kommen wir, das war es im Wesentlichen, man kann das Holz theoretisch noch auslaugen, um die darin enthaltenen Gerbstoffe zu gewinnen, das geht aber anderweitig viel einfacher. So, dann kommen wir nämlich zu dem Zeug, was man sonst noch mit dem Baum anstellen kann. Eiche hat Eicheln. Eicheln
sind essbar. Dafür muss man Eicheln erstmal sammeln, dann schälen, dann wässern und zwar mehrfach. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man legt sie quasi ein im Wasser für jeweils, wenn es heißes Wasser ist, reicht eine halbe Stunde. Bei eher kaltem Wasser 2 bis 3 Stunden, dann Wasser wechseln, dann nochmal rein. 2 bis 3 Stunden Wasser wechseln, dann nochmal rein. Und das Ganze so lange machen, bis sich das Wasser nicht mehr signifikant rötlich-braun verfärbt. Ne? Oder nur noch kaum. Man will es auch nicht zu sehr auslaugen. Ein bisschen Gerbstoffgehalt darf in den Eicheln noch drin sein. Weil wenn man da alles rauslaugt, was da überhaupt drin ist, dann laugt man irgendwann auch die Stärke raus. Und die wollen wir ja essen. Die ist nämlich genau das, was die Nährstoffe enthält. Das wäre also dann auch wieder ein bisschen blöde. Also wenn wir kein nur noch sehr leicht braunliches Wasser kriegen, nachdem wir unsere Eichen gewässert haben, dann sind sie gut. So, dann nimmt man sie eben aus dem Wasser entsprechend raus. Oder man hat sie entsprechend lange im Fließgewässer hängen gelassen. Da muss man natürlich nicht das Wasser austauschen, weil es fließt ja durch. Der Klassiker ist mit der Socke in den Fluss hängen. So, jetzt müssen wir die Eicheln noch am besten kleinschnellen, so dass sie eine hohe spezifische Oberfläche haben. Wenn wir das nicht schon vorher gemacht haben, zum ins Wasser hängen, dann geht das Auslaugen nämlich schneller. Also sucht euch aus, wie ihr es am liebsten machen wollt. Es funktioniert beides. Und dann entsprechend rösten die guten Eicheln. Was wir dann kriegen, ist geröstetes Eichenklein. Das kann man so essen, das kann man versuchen zu einem Fladen zu formen und mit irgendeinem Bindemittel versehen, damit man daraus irgendeinen Keks backen kann. Allerdings Bindemittel werden wir, wenn wir nicht noch irgendwelche Zivilisationsmittel zur Verfügung haben, selten haben. Ich würde also Eichenklein tatsächlich dann einfach aus praktischen Gründen als Brei verzehren. Will man es über einen längeren Zeitraum aufbewahren und haltbar machen, dann sollte man wirklich versuchen, irgendwelche kleinen Fladen draus zu pressen, so gut die dann halt eben entsprechend halten und mehrfach auf der Glut rösten. Nicht zu heiß rösten, sonst gehen sie wieder kaputt. Mehrfach, um dem Ganzen möglichst alles Wasser zu entziehen, damit weder ein Pilz noch irgendein Käfer, damit er noch was anfangen kann. Das gibt dann so eine Art Eichenzwieback, der ist sehr lange haltbar und kann als Wintervorrat potenziell genutzt werden. Insbesondere da Eichen wann vom Baum fallen? Im Herbst. Wann ist es sinnvoll, Wintervorräte anzulegen? Genau. So. Des Weiteren kann Eichenrinde medizinisch genutzt werden. Sie enthält einen hohen Anteil eben entsprechend der besagten Tannine und sonstigen Gerbstoffe, die in der Eiche vorhanden sind, insbesondere in der jungen Rinde, also der Zweige, wenn die runterfallen, kann man sich einfach die Rinde vom Zweig abschälen mit einem Messerchen, daraus einen Tee brauen. Vorsichtig mit der Dosierung, da sind wirklich viele von den Dingern drin. Und diesen Tee dann trinken bei sämtlichen Durchfallbeschwerden, die man so haben kann. Das kann lebensrettend sein, wenn man einen ganz krassen Durchfall hat, weil man irgendwelche lustigen Amöben gesoffen hat und sonstige Späße. Kann das wirklich lebensrettend sein, weil da zieht sich dann alles zusammen im Verdauungstrakt. Und jeder noch so schlimme Durchfall lässt sich mit genügend Eichenrindentee irgendwann verstopfen. Mit der Nebenwirkung, dass man da natürlich Verstopfung hat, aber die geht irgendwann auch wieder vorbei. Das gleiche kann man auch mit Eichelblättertee machen. Ich würde trotzdem die Rinde empfehlen. Die hat eine konstantere Dosis an eben entsprechend Tanninen drin. Und man muss dann ein bisschen experimentieren. Leichten Tee machen und davon so viel trinken, bis die Wirkung einsetzt. Wenn die Wirkung aufhört, man braucht aber noch die Wirkung, noch ein bisschen nachtrinken. Vorsichtig dosieren, wie gesagt. Und das Ganze selbstverständlich nur dann anwenden, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist und man einen Arzt aufsuchen kann, sollte man selbstverständlich einen Arzt aufsuchen. So, um das nochmal kurz auch zu erwähnen. Weiterhin kann man Eichenrinde zum Gerben benutzen. Das ist aber eine fortgeschrittene Technik, die ich hier nicht erwähnen möchte. Nur im Hinterkopf behalten. Solltet ihr jetzt auf die Idee kommen, das selber ausprobieren zu wollen, dann macht euch halt einen super starken Eichenrindentee und schmeißt da Leder rein und guckt, was passiert. Also das mal einfach ganz grob zum selber ausexperimentieren und ausprobieren. Gut, noch andere Wendungen. Eichenrinde. Man kann junge Eichenrinde, die gibt ganz gute lange Fasern ab. Wenn man sie von einem geraden Stück Stamm abzieht, die kann man dann auch aus Bandmaterial verwenden. Die ist recht fest, hat man früher immer auch ganz gerne gemacht, eben entsprechend den Eichenbast zum Binden verwendet. Das geht natürlich auch vom richtigen Stamm
Borke, wenn ihr die abgezogen bekommt, das ist ja so eine Schuppenborke, so eine sehr harte, die kriegt man nicht so leicht abgezogen. Sollte euch das trotzdem gelingen, weil ihr halt kräftigeres Werkzeug dabei habt oder die Eiche ist irgendwo ungünstig gesplittert und man kommt da gut dran, da das Innere eben von der Rinde ablösen, gibt auch relativ gutes Bandmaterial. Die Rinde ist ansonsten für nichts mehr zu gebrauchen, die Blätter sind auch ansonsten für nichts mehr zu gebrauchen, außer halt als Alternative für so einen Tannintee, der Verstopfung herbeiführt. Ein Tanninblätteraufguss oder Rindenaufguss kann auch auf irgendwelche entzündlichen Hautveränderungen draufgegeben werden, also einen Lappen damit tränken und dann eben auf die entsprechende Stelle legen, um da irgendwelche Gefäße zu ziehen. Wirkt abstringierend und Gefäß zusammenziehend. Ne? Das kann helfen, auch bei Mückenstichen oder bei sonstigem Zeug. Und es geht wenig Risiko davon aus, dass das irgendwie negative Nebenwirkungen haben könnte. Also probiert es ruhig mal aus, wenn ihr irgendwo im Wald seid. Falls es nicht funktioniert oder ihr furchtbar krank werdet, geht zum Arzt. Und was man aber nicht tun sollte, wichtig, nicht machen auf offene Wunden. Das ist dann wieder eine blöde Idee, weil diese Soße, diese Eichentee-Brühe und so weiter und so fort mit Sicherheit auch noch irgendwelche Dinge enthält, die man zwar örtlich nützlich anwenden kann, aber sich nicht systemisch zuführen sollte, es sei denn eben als Tee in den Verdauungstrakt, der mit verschiedenen Stoffen, die ihn nun mal die in ihm landen können, eben entsprechend umzugehen weiß. Sich das Ganze aber in die Blutbahn zu injizieren, wäre eine beschissene Idee. Also da dann bitte vorsichtig sein. Brennnesseln. Oder man hatte Kontakt mit einem riesen Bärenklau, wäre auch noch so eine Sache, wo man sich dann mal versuchen könnte, mit einem entsprechenden Eichentinktur ein wenig Linderung zu verschaffen. Das war's. Leider ein bisschen Überlänge, aber die Eiche ist recht vielseitig. Lass mich noch mal kurz denken. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Also war's das und ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Und jetzt ist leider dunkel, jetzt kann ich keinen dritten Teil mehr drehen. Muss ich das halt ein andermal machen. Tschüss.